In 6 Wochen soll der Sportdirektorposten beim FC Bayern besetzt sein. Dieses Zeitfenster nannte Uli Hoeneß auf der Asientour des Rekordmeisters. Einer, der Hoeneß und den FC Bayern sehr gut kennt, ist Ottmar Hitzfeld. Er weiß, wie wichtig dieser Posten ist. Die Funktion eines Sportdirektors, nicht nur beim Thema Transfers. Ein Sportdirektor ist auch da als Verbindungsglied zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand. Und der Sportdirektor muss ja auch Strömungen innerhalb der Mannschaft erkennen. Sportdirektor ist fast bei jedem Training dabei, er ist in der Teamsitzung dabei, er weiß, wie der Trainer die Mannschaft erreicht, welche Spieler jetzt vielleicht auch noch Probleme haben, können auch mit dem Sportdirektor mal diskutieren. Also von daher ist diese Position auch für den FC Bayern sehr wichtig. Die Liste der möglichen Kandidaten ist lang. Sicher aber schon seit Wochen, Philipp Lahm steht für einen Posten beim FC Bayern derzeit nicht zur Verfügung. Ich glaube, es ist auch wichtig für Philipp Lahm, dass er erstmal Abstand gewinnt vom Fußballgeschäft, vom Fußballalltag, weil es war ja auch stressig, all die Jahre hindurch noch im Trainingslager zu sein, unterwegs zu sein, unglaublich viele Spiele zu absolvieren. Also von daher hat Philipp Lahm die richtige Wahl zurzeit getroffen. Marc van Bommel soll laut Schwiegervater Bert van Marwijk ebenfalls kein Interesse haben. Sein ehemaliger Trainer würde ihm diesen Job aber durchaus zutrauen. Ich habe jetzt auch gehört, dass van Bommel gar kein Angebot hat und der Schwiegervater weiß ja Bescheid. Er hat sich ja auch ganz klar zu Wort gemeldet, dass da noch gar keine Verbindung hergestellt worden ist. Aber Marc van Bommel wäre sicherlich auch ein kompetenter Sportdirektor, weil er ja das Fußballgeschäft von der Pike auf gelernt hat. 6 Wochen werden die Spekulationen noch anhalten. Bayerns Suche nach einem neuen Sportdirektor läuft auf Hochtouren. Das Anforderungsprofil für den neuen schwer zu definieren. Ich weiß nicht, was jetzt wichtig ist für den FC Bayern, was Sportdirektor betrifft. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass der Sportdirektor glaubwürdig ist, dass er eine gute Kommunikation pflegt mit dem Trainer. Da muss ein Vertrauensverhältnis entstehen. Und er muss natürlich auch eine gewisse Erfahrung haben. Wenn man beim FC Bayern tätig ist, dann können viele Fallen gestellt werden. Und der Alltag ist nicht so einfach. Aber von daher bin ich überzeugt, dass Bayern München da schon jemand im Auge hat, von dem wir jetzt noch gar nicht sprechen.